Begrüße Sie alle recht herzlich. Das Leiden Jesu Christi hat mit dem Paschamahl begonnen. Es gibt zwei Höhepunkte, nämlich die Ereignisse in Gethsemane und den anderen am Kreuz. Im Garten Gethsemane sagte Jesus zu den Jüngern: Setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete. Mit Petrus und zwei anderen geht Jesus weiterhin und sagt: Meine Seele ist zu Tod betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Jeremia 25 sagt über den Becher des Zorns für die Völker. Das ist ein Bild für Urteil und Vergeltung. Diesen Becher des Zorns für mich und dich, für die Menschheit, soll Jesus trinken. Jesus wurde durch das Gebet in seiner Qual und seinem Leid gestärkt. Er sagte: Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus nahm auf sich die Sünden der Menschheit, damit wir nicht verurteilt werden, nicht in den Tod verfallen. Petrus und die anderen Jünger waren eingeschlafen. Jesus sagt: Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Versuchung meint hier nicht nur die Versuchung der Sünde, sondern auch die Turbulenzen und Schicksalsschläge im Leben. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ohne Gebet in der Zeit der Turbulenzen, in der Verzweiflung, im Leid, kann niemand ein Jünger Jesu bleiben. Das Gebet stärkt uns. Es stärkt uns, Gottes Willen zu akzeptieren. Er allein geht in Erfüllung. Ein Kreuzestod ist natürlich grausam, aber wir sehen mehr als die Grausamkeit des Kreuzes den Gehorsam Jesu am Kreuz, den er ausdrückt mit dem Wort: Alles ist vollbracht. Durch den Tod Jesu am Kreuz sind wir gerettet. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wie hoch schätze ich den qualvollen Tod Jesu am Kreuz für meine Rettung. Menschen versuchen immer wieder, Leid zu vermeiden. Aber je mehr sie es versuchen, desto mehr wird das Leben kompliziert. Jesus hat eine neue Sicht, eine neue Bedeutung für das Leid gegeben. Jesu Weg ist der Weg des Gehorsams, aber der Weg der Welt ist Macht und Unterdrückung. Die Welt will alles einsammeln, aber Jesus will alles ausgeben. Akzeptiere ich mein Leid als Gottes Wille und als meinen Weg zur Vollendung? Der Philipperbrief Kapitel 2 sagt: Er war gottgleich, hielt aber nicht daran fest, gottgleich zu sein, sondern er entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Kann ich Jesu Weg und Beispiel nachahmen? Thank you.